Ja, willkommen zurück zu Let's Play von Hawks. Wir wollen in die dritte Mission starten, die heißt Cobalt. Wir fliegen ja jetzt für Artemis Global Security. Und in dieser Mission geht's nach Afrika, in die Afrikanische Union. Und sollen dort, ja, ach, ist auch egal. Wir wollen ein bisschen was kaputt machen. Jagdflieger 10%, Bodentruppen 81, ich denke. Diese erste Mission ist gut gelaufen, Crenshaw. Das wird uns sehr dabei helfen, unseren Ruf als Top-Militärdienstleister zu etablieren. Ich bestätige also Ihre Beförderung. Glückwunsch, Crenshaw. Der Erfolg unserer Mission im Mittleren Osten hat unserer Verkaufsabteilung geholfen, neue Verträge abzuschließen. Unter anderem ein mittelfristiges Engagement vom Direktorat der Vereinten Nationen. Die UN hat uns den Probeauftrag erteilt, der Afrikanischen Union Luftunterstützung zu geben. Diese befindet sich in einem Guerillakrieg mit Aufständischen, die sich People of God's Army nennen. Sie werden vom ehemaligen Kriegsfürsten General Ikuya angeführt. Ihr Auftrag ist es, mehrere Stellungen der Aufständischen im Süden der Hauptstadt zu bombardieren. Ihre Ziele umfassen verschiedene militärische Ziele und Einrichtungen im Kampfgebiet. Dies ist unser erster Einsatz im Auftrag der Vereinten Nationen. Eine fantastische Gelegenheit für unsere Firma. Die Rebellen verfügen über ein Geschwader, das von einem Flugfeld in der Region aus operiert. Sie könnten auch auf Feindflieger treffen. Wenn Sie keine Fragen haben, wegtreten. Viel Glück und gute Jagd. Mein Körner. Ja. Schauen wir doch mal. Oh, wir haben ein paar neue Flugzeuge, aber... Ja, die haben wir ja freigeschaltet beim letzten Mal, aber wir können nicht alle nutzen. Das liegt daran, dass wir in dieser Mission, das kann ich mal vorab wegnehmen, Bomben brauchen. Wir haben es ja eben gesehen, 84% Bodentruppen. Da eignen sich diese klassischen Freifallbomben hervorragend. Schauen wir uns nochmal das andere Flugzeug an. Das ist die APB Cross R2. Ja, die Phantom, die klassische. Ist auf jeden Fall stärker bewaffnet, aber wir schauen uns mal die Daten des Flugzeugs an. Hohe Zuladung. Und dieses hat elektronische Kriegsführung. Ich verzichte einfach mal auf die hohe Zuladung. Das ist zwar immer ein ganz angenehm, wenn man sich nicht um bei den Munition kümmern muss, aber werde ich mal nicht nehmen. Und jetzt hat er schon alles. Oh, eins der schnellsten Flugzeuge im Spiel. Haben wir auch schon. Ja, dann nehmen wir noch die FWG. Mit dem einzigen Waffenpaket, was wir haben. 120 Fire and Forget Raketen. Und Bomben, die sind wichtig. So. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise in dieser Aufnahme. Dann geht's los. Zentralafrika, 2. September 2015. Luke Reaper, hier Oracle. Ich habe Sie auf meinem Schirm. Kurs 090, Entfernung 20 Meilen. Derzeit keine Feindkontakte in Ihrem Luftraum. Reaper bestätigt, keine Gefahr. Einsatzleitung gibt Ihnen Missionsdetails. Ihre ersten Ziele sind eine Reihe von Treibstoff- und Fahrzeugdepots der Rebellen. Sie sind eine wichtige logistische Hilfe für die People of God's Army. Wenn wir sie zerstören, behindern wir alle Operationen der Rebellen. Verstanden, Reaper? Wir hören laut und deutlich. Sie müssen mehr tun, als ein paar Camps zu bombardieren, Schwarmführer. Sie müssen ihnen wehtun. Bringen Sie General Ikuya und seine Rebellen zum Schweigen. Schwarm Reaper, denken Sie daran, die Bodenziele mit Fliegerbomben anzugreifen. Sparen Sie die Raketen für fliegende Ziele auf. Einfach Fadenkreuz auf das Bodenziel ausrichten und Bombe abwerfen. Ein garantierter Treffer. Belehrungen sind nicht angebracht. Wir wissen, was wir tun. Ja, wir müssen an dem Baum wechseln. Gibt's denn hier? Ja? Ha? Hui! So, was sagt denn die Map hier? Ah, das ist schon wieder Ziel. Ich sehe es dann nicht. Scheinbar haben wir noch Bombe. Gute Arbeit, das war's auch schon, Schwarmführer. Die Positionen der Depots sind nun auf ihrer ERS-Trackmap markiert, gute Jagd. Depots in Sicht. Waffensysteme scharf. Wir gehen rein. Hey Casper, warum benutzen wir eigentlich Fliegerbomben für diese Ziele? Die Dinger sind doch antik. Sie sind billig und zuverlässig und können gleich mehrere Ziele in ein großes Loch verwandeln, okay? Diese Bomben sind nicht so altmodisch, wie Sie glauben. Sie sind grob, aber effektiv.
So. Wollen wir gar nicht Sache genau gemacht. Aufschalten. Sparen und den Bordkanon abschießen. Ich sehe Rebellenfahrzeuge auf der Straße, 12 Uhr. Heftig. Bestätigter Treffer. Bestätiger Treffer, Bodenziel zerstört. So, was hat der andere Seite im Stau noch was? Sikorski.
Jawoll! Warum treffe ich noch? Guter Schuss! Rebellenfahrzeuge zerstört! Patrouillenboote auf dem See und die genau wie die Sonne ist, da ist egal. Ja, dann sollte man die Sonne im Rücken haben. Dann kann man der Gegner nicht so gut sehen, aber. So, ja, das ist elektronisch schlecht. Halt! Hab ihn, der ist erledigt, aufs Tor verfolge. Guter Abschlussschäden! Ja, zwei. Das sah aus Ungewöhn, da richtig was. Vielen Dank, Sie haben den Gegner auf sich aufmerksam gemacht. Noch ein Verband Abfangjäger ist aufgestiegen und kommt auf Sie zu. Die Jungs haben schweres Gerät. Passen Sie auf! Fahrzeug geht wohl den Rebellen direkt voraus. Wenn Crenshaw nicht trifft, gehört der nächste Anflug mir. Ach ja? Ich wette 20 Mücken, dass Crenshaw trifft. Hörst du mit, Crenshaw? Ich zähle auf dich. Ja. Lass mich nicht hängen. Rebellengarnison auf 12 Uhr. 20 Mücken. Perfekter Treffer, Boss. Oh, das. Treffer! Garnison der Rebellen vernichtet! Los, Rakete kommt! Ausweichen! Das war knapp! Ja, scheiße. Das wollte ich nicht sagen. Nein! Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wie gesagt, eine Fehlermeldung, beziehungsweise eine Meldung, dass der Buchstabe in der schnelllosen Tastatur niedrig ist. Das wäre äußerst ungünstig, wenn ich das nicht mehr steuern kann. Waffe aufgeschaltet. Ja, ich spiele mit einer schnelllosen Tastatur. Ich habe im Info-Video gesagt, so PC ist nicht aus. Erstens ausgestattet, um Displays aufzunehmen. Das Rendern dauert auch immer Ewigkeiten. Aber das soll sich jetzt nicht weiter stören. Drück mal einfach die Daumen, dass das noch reicht. Dann werde ich nachher auch am Leben. Ziel erfasst! Waffe gewonnen! Oh, Gott! Wir müssen auf Bodenziel! Objekt vernichtet! Luftkampf Neuling mit Freifallbomben, ja. Ziele erfasst, erledigt sie. Da noch was. Ich schätze etwa 75% der Rebellenziele wurden zerstört. Bitte bestätigen. Oracle bestätigt. Wir erkennen schwere Treffer auf den Zielen. Weiter so. Rebellenbasis ist jetzt von 17 Uhr geschaltet. Sehr schön. Die werden sobald keinen großen Angriff mehr starten können. Wir melden MG-Stellung direkt voraus. So, so. So, die letzte Station. Nein, da ist noch was. Zwei kleine Basen haben wir da noch. Ja, da ist ja der Nado wunderbar eingetreten. Tief im Boden. Shit. Ziel erfasst. Achtung! Ich orte immer noch aktive Ziele bei der Waffenfabrik. Sie erneut angreifen. Waffe aufgeschaltet! Oh, okay. Super. Das ist was. Unverschämtheit. Wie konnte ich das mal sehen? Also auch. Bald Schutt und Asche. Allein schon mit dem Brand hier. Schade, dass die Bordverlunge keinen Zaun macht. Naja, ich denke, das ist ein vertretbarer, ein schmerzbarer Verlust. Ach ja, es müssen nur noch die Videosequenzen, nicht mehr die Clips. Ja, Basen zerstören, das Ziel haben wir erfüllt.
gucken wir uns noch ein bisschen das Ding hier an. Nein, nein, so. Wollte ich nicht steuern. Man kann auch mit der Maus steuern, das wollte ich nicht. Finde ich äußerst unglücklich. Oh, was haben wir da denn? Ein Zivilflugzeug mit Militäreskorte. Ja, die Info ist, glaube ich, das ist der gesuchte General. Mal sagen, wie das der Übersten sein muss. Ich glaube nicht, wir sollen, nicht, dass wir ihn abschießen sollen. Ja, hervorragend. Ah, jetzt wird die Bordkamera. Ja, super. Naja. Das muss sie aktualisieren. Das General zeigt doch. Zerstört. Und jetzt gleiten wir den General. Zu uns nach Hause. Ja, genau. Seine neue Wegroute ist eingekreist und der ist jetzt auch kein feindliches Ziel mehr. Und jetzt kommen wir mal nach Hause. Nicht? Ja, ich glaube, das war es auch schon in der Mission. Wir sehen dann wieder Commander Bruce im Bild. Ja, ja, wunderbar. Ach ja, Luftkollisionen sind hier nicht möglich. Das ist ziemlich ausgeschlossen. Das Einzige, wo man kollidieren kann, ist der Boden. Und das soll man tun, nichts zu vermeiden. Mission erfolgreich. Super. Ja, ich hoffe, diese kleine Mission gefallen. Wir schauen mal kurz rein, was uns in der nächsten erwartet und was wir bei dieser Mission so geschafft haben. Wir sind ja mittlerweile Level 4. Level 5, wir haben einen Levelaufstieg. Und zwei Herausforderungen gemeistert, dann sind wir schon Level 6. Das ist richtig abgegangen. Die nächste Karte, wir haben die MiG-29, das ist sehr gut. Wir sind mittlerweile Staff Sergeant, Rang 1. Und zwei neue Flugzeuge. F5A, das war übrigens nicht die, die wir auch geflogen sind, glaube ich, nicht vorvertan. Die F4 geflogen. Und die F2 können wir fliegen. Naja. Was soll ich sagen? Ja, die nächste Mission, schauen wir uns kurz an. Was uns da erwartet? Blacklight. Operation Blacklight führt uns nach Afghanistan. Und ich würde sagen, das zocken wir dann im nächsten, in der nächsten Aufnahme. Ja, wir sehen uns. Bis dann.